Willkommen bei Malidown zu einer weiteren Folge Dead by Daylight mit Feng Min. Achso, eins ist vergessen. Oh, es laggt auf jeden Fall ein bisschen. Oh, sogar ein bisschen mehr. Auf jeden Fall erstmal ein frohes neues Jahr wünsche ich euch allen, weil es wird die erste Folge im neuen Jahr. Oh, wir sind noch nicht allein. Der Dwight hat auf jeden Fall auch Anführer bei. Anführer bedeutet einfach nur, dass er hat Anführer bei und dadurch werde ich halt gepusht beim Reparieren. Das heißt, ich kann ein bisschen schneller reparieren, den Generator. So, aber kommen wir nochmal zum Eigentlichen zurück. Ich hoffe, ihr seid alle gut reingekommen ins neue Jahr. Ich übrigens auch. Und wie gesagt, ich hoffe, bei euch war es ebenso. Und ich hoffe auf jeden Fall, dass die Runde jetzt hier erfolgreich ist. Ich hatte vorhin eine Runde, die, die war aber auch ordentlich am Lecken. Oh. So, da hinten ist schon jemand down. Das war aber instant down. Das heißt, muss eine Kettensäge sein, oder? So, ich schau mal, ob ich hier irgendwie eine Kiste finde, wo ich irgendwie ein Item rausziehen kann. Was mir vielleicht in dieser Runde ein bisschen weiterhilft. Aber es ist aber auch ein bisschen laggy. Und vorhin, vielleicht liegt es auch an meiner Internetverbindung. Ich weiß es gar nicht genau. Weil gerade hatte ich eine Runde, die war so am Laggen, also eigentlich war es unspielbar, aber man geht ja nicht raus und so war es eigentlich. Das konnte ich für den Kanal nicht verwenden, also kommt er hier hin? Das ist auf jeden Fall Leatherface. Na, jetzt ist die Frage. Der wird dann bestimmt Barbecue bei haben und beim Aufhängen dann, wenn wir nicht gerade in seiner Nähe sind, die unsere Silhouetten sehen. Oh, wurde schon abgehangen. Okay. Wo ist er jetzt hin? Ich habe gerade auch kurz einmal wieder dieses Anführersymbol gesehen. Das heißt, der Dwight war wieder in meiner Nähe. Ah, da. War das jetzt der Dwight? Ah, ja. Das ist bestimmt der Dwight und Leatherface im Schlepptau. Okay. So, dann mache ich mich hier jetzt einfach mal an den Generator dran und hoffe mal, dass ich den hier so weit durchziehen kann. So. Ja, wie gesagt, war das jetzt der Dwight? Stimmt, ne? Na egal. Dann gucken wir gleich, ob wir helfen können. So, jetzt erstmal versuche ich jetzt hier den Generator durchzuziehen. Und ich habe es, glaube ich, auch bei der Folge zu Weihnachten, glaube ich, auch schon erzählt. Also wenn man jetzt eine ganze Zeit lang jetzt in Dead by Daylight momentan nicht spielt, man muss sich ein bisschen wieder dran gewöhnen, ne? An die ganzen Skill-Checks und auch die Kamera und so weiter. Also, na, da muss ich immer, aber gut, es geht relativ schnell. Ich denke mal ein paar Runden, dann ist man einfach wieder drin. So. So, Feng Min, komm. Ja, eigentlich rechne ich damit, dass er auch geholt wird. Aber ich weiß ja nicht, vielleicht campt Leatherface ja auch in der Nähe des Hakens. So, gleich bin ich durch. Komm schon, Feng. Okay, jetzt wurde er geholt. So, dann haben wir schon zwei Generatoren auf der Habenseite. So, noch drei vor der Brust. Ja, momentan, wie gesagt, wenn ihr euch fragt, was macht der Kerl denn sonst momentan, außer wenn er nicht Dead by Daylight nicht Dead by Daylight spielt. Das ist aber nicht der Dwight. Das ist jetzt, ich weiß jetzt gar nicht, hing der oder die schon? Momentan mache ich in meiner Freizeit, spiele ich mit meiner Frau Red Dead Redemption. Also, wie gesagt, da wechseln wir uns ab und das ist einfach auch ein Ultra. Ich versuche es jetzt einfach mal hier. Er ist weit genug weg. So, komm. So, ist so ein geiles Spiel, war auch vom Umfang her also extrem groß und kann ich einfach nur weiterempfehlen. Und das verschlingt natürlich auch ein bisschen Zeit und wie gesagt, es macht auch einfach Spaß. Das ist ein bisschen am Suchten. Und dagegen entschieden, Red Dead Redemption zum Beispiel auch auf dem Kanal zu machen, ist einfach, wenn man etwas für den Kanal macht, dann man merkt es vielleicht. Also es geht jetzt aber doch hier wie am Schnürchen für den Leatherface. So, das ist auch nicht wieder der Dwight.
Okay. So. Also wenn man etwas für den Kanal aufnimmt, habe ich so das Gefühl, unterbewusst spielt man dann ein bisschen anders. Also bei Dead by Daylight nicht. Das ist einfach so straight bei Dead by Daylight. Das finde ich auch gerade so gut. Das ist einfach so pur. Oh, der konnte sich jetzt selbst befreien, ne? Oder sie? Ah, wie heißt der Perk nochmal? Ja, ist von ihm, ne? Ah, ist auch egal. Weiß ich jetzt gerade nicht. Aber er konnte sich auf jeden Fall selbst befreien. Und dann hat er jetzt, glaube ich, 90 Sekunden oder waren 60 Sekunden, dass er 90 oder 60 Sekunden den Status gefährdet hat. Ja, egal. So, aber bei so Spielen wie so ein bisschen Open World mäßig, was heißt ein bisschen, die Open World sind. Und ich finde, da muss man entweder macht man es als Livestream. Und mit meiner PlayStation kann ich nicht live streamen, weil die einfach zu laut ist. Ich muss ja im Nachhinein immer die Lüftergeräusche etwas rausfiltern. Und also das würde auf jeden Fall oder ginge auf jeden Fall nicht. Und Let's Play-Folgen davon zu machen, kann man auch. Allerdings finde ich, da muss man immer ziemlich abwägen, was wäre jetzt interessant für eine Folge, was nicht. Geht man nur die Story durch oder nicht? Und ich sollte jetzt mich ein bisschen hier auf den Generator konzentrieren. Okay, so und ja. Und wie gesagt, wenn ich es eh durchspielen, also müsste ich es zweimal durchspielen. Weil dann sonst macht das einfach. Vielleicht, wenn man, ja, wenn man es zweimal durchspielt, dann ist es ultra lange, dauert es auch ultra lange. Und ja, wenn man das dann für einen Kanal spielt, dann macht man bestimmt einige Dinge nicht, weil sie uninteressant wirken oder sind. Und aber man selbst, oh, wir brauchen nur noch zwei Generatoren. Aber man selbst zum Beispiel irgendwas interessant findet. So, man geht der Spur nach und so weiter. Also, und hinterher stellt es sich raus, das war vielleicht gar nichts. Ne? Man hat vielleicht geguckt, okay, das ist da, dachte man, irgendwie eine geile Stelle da irgendwo im Wald. Und dann ist es Nüsse und ist dann dementsprechend im Nachhinein langweilig. Aber für einen selbst, ich lasse den jetzt hier nochmal ein bisschen an. Vielleicht kommt er ja hier hin. Er müsste ja meine Silhouette, wenn er Barbecue hat, sehen. Und vielleicht kann ich damit ein bisschen in meine Richtung locken. Ich war aber auch wieder am Ausschweifen, ne, wegen Red Dead. Also ich hoffe, die Message ist angekommen. Also deswegen packe ich es nicht auf meinen Kanal. Und ja, das ist momentan, was ich so in meiner Freizeit ein bisschen mache. Oh, jetzt kommt er doch hier hin. Oh, jetzt hat. Ah, hat er mich gesehen? Das hat jetzt gerade wieder ein bisschen geleckt. Oh ja, er hat mich gesehen. Ja. Das war gut, dass er vorher noch mit seinem Wutanfall da aufgehört hat. So, jetzt macht er Palette kaputt. Oh, da ist Palette. Aber gerade wenn man hier so in der Jagd ist, ne? Oh. Ah, ich glaube, ich bin. Ah, der ist noch in der Nähe. Was? Nein! Warum? Ah, jetzt hat er mich natürlich wieder im Blick. Oh Gott, 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 komm, 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 komm. Oh, ich hoffe, hier sind noch nicht alle. Obwohl, ich sehe keine Palette. Ich hoffe, wir sind noch nicht alle weg. Sonst habe ich gleich ein fettes Problem. Oh nein. Oh komm. Ein Generator noch. Warum am Schluss jetzt? Warum jetzt am Schluss? Ja, komm, 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 komm. So, Fang. Wir müssen das noch irgendwie hier. Wir müssen ihn irgendwie abschütteln. Oh nein, er geht den straighten Weg. Shit. Komm, 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 komm. Oh Gott, das wird nicht mehr lange gut gehen. Komm, 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 komm. Ja, okay, das müsste ich schaffen. Das müsste ich schaffen. Oh mein Gott, mein Puls geht jetzt hoch. Ach, hier kann ich nicht rein. Oh nein, da ist kein Durchgang. Oh, jetzt hat es wieder geleckt. Oh, Ausgang. Super. Und er hat mich ja. Oh mein Gott, also ich sehe ihn schon gleich bei mir campen. Na, na? Ah, er hat mich gesehen. Er hat mich gesehen. Oh, Scheiße. Warum ich am Schluss? Warum ich am Schluss? Ah, jetzt sind alle Generatoren fertig und er wird mich bestimmt gleich bekämpfen. Komm schon, ey, das war schon wieder am Lecken. Na gut, solange ich noch das irgendwie durchstehen kann. So, antäuschen. Obwohl, er läuft einfach rechts lang.
Da brauche ich nichts antäuschen. Komm, 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 komm. Ah, das habe ich schon gewusst, als ich es gemacht habe. Das war zu früh, das war zu vorschnell. So, bitte, 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 bitte. Oh ja, hier ist die Palette nicht mehr da. Na, na? Bitte geh vorbei. Nein. Ja, hier ist natürlich keiner am Ausgang. Boah, Gott sei Dank hat er in diese Wrackteile da reingehämmert. Oh komm, bitte. Bitte, ich muss jetzt nur irgendwie ihn abschütteln und irgendwie dann zum Ausgang. Der andere Ausgang wird doch bestimmt schon auf sein, aber ich weiß nicht, wo er ist. Ich weiß nicht, wo er ist. Ah, komm schon, ey. Nein. Na, 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 na. Da ist er, da ist er. Da ist er, der Ausgang. Oh. Na? Ah, ist er jetzt zum Ausgang? Oh, er ist zum Ausgang. Er ist zum Ausgang. Dann nehme ich nochmal hier die Kiste mit. Oh, die waren alle drei beim Ausgang. Sind alle drei jetzt gleichzeitig raus. Boah, jetzt hoffe ich auch nur, dass ich auch noch rauskomme. Sonst habe ich gleich... So, jetzt nur langsam zum Ausgang pirschen. Langsam und unauffällig. Fängt halt genau die richtige Verkleidung dazu. Schön unauffällig purple-mäßig hier durchschlawenzeln. Obwohl er ist nicht hier, sonst würde ich ja den Terrorradius hören. Okay, dann hat's doch noch geklappt. Gott sei Dank, ey. Mein Gott, das fällt mir aber echt ein Stein vom Herzen. Ich dachte schon, ich bin dran. Ich dachte schon, ich bin dran, hänge am Haken. Und weil alle Generatoren fertig sind, dass ich dann bekämpft werde. Ist ja oft so. Und, oh, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Aber das so fängt eigentlich das Jahr auf dem Kanal zumindest gut an, würde ich sagen. So, ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und gefallen. Und über ein Like, Abo oder Kommentar würde ich mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Ich habe gerade gemerkt, habe ich das immer so gesagt? Ich habe doch immer das Gleiche gesagt am Ende. Über ein Like, Abo oder über ein Abo, Like oder Kommentar. Ist auch egal, ich würde mich auf jeden Fall freuen. Und bleibt gesund und ja, bis zur nächsten Folge. Ciao, euer Malida.